Willkommen zur Veranstaltung zum Information Retrieval. Mein Name ist Matthias Hagen. Ich leite an der Martin-Luther-Universität in Halle die Arbeitsgruppe Big Data Analytics. Und die Daten, mit denen wir viel forschungsmäßig machen, das sind eigentlich immer Textdaten und uns interessiert beispielsweise, wie Menschen suchen, wie man ihnen dabei helfen kann, wenn sie suchen. Und vielleicht auch sowas wie, wie Menschen Texte schreiben, wie sie Texte verstehen, wie sie Texte benutzen, um andere von Dingen zu überzeugen. Und das sind alles so Sachen, die zum Teil sehr eng an diese Veranstaltung Information Retrieval passen oder eben ein bisschen weiter davon weg sind. Also sowas wie Textschreiben oder so. Dazu gibt es dann wahrscheinlich eher die Veranstaltung Natural Language Processing, die ich im Master anbiete. Und zur Suche dann eben hier so diesen Bereich des Information Retrieval. Neben mir stehen noch zwei andere Namen hier mit drauf, die Kollegen Potthast und Stein. Martin Potthast ist Professor für Text Mining in Leipzig und Professor Stein ist Professor für Webtechnologien in Weimar an der Bauhaus-Universität und wir halten im Prinzip alle sehr ähnliche Veranstaltungen und entwickeln also auch die Vorlesungsunterlagen gemeinsam weiter, deswegen stehen wir hier alle mit drauf. Worum soll es in der Veranstaltung hier gehen? Naja, ganz grob wollen wir uns damit beschäftigen, wie Suchmaschinen funktionieren und wie beispielsweise die Architektur einer Suchmaschine aussieht, also aus softwaretechnischer Sicht im Prinzip, was sind da die Komponenten, die da zusammenspielen müssen. Und was sind die Schnittstellen zwischen diesen Komponenten? Ein wichtiger Teil dabei wird sein, dann eben sich mit sowas wie einem Indizierungsprozess zu beschäftigen und dem Index als Datenstruktur, der hilft, schnell Dinge durchsuchbar zu halten. Die Frage, in welcher Reihenfolge man Dinge anzeigt, das ist so eine Frage, die sich in dem Bereich der Retrieval-Modelle stellt. Das sind mathematische Theorien, die einem helfen, im Prinzip diesen Begriff der Relevanz oder was eben in einem Suchergebnis am weitesten oben stehen soll, für sich so ein bisschen zu klären. Jetzt ganz unterschiedliche Retrieval-Modelle. Je nachdem, wie viel Zeit wir da verbringen werden, werden wir uns da ein paar anschauen und wahrscheinlich sowas feststellen, wie eigentlich haben die Retrieval-Modelle alle eher unterschiedliche Ansätze, wie sie das Konzept der Relevanz, also was sind gute Informationen, die dem Nutzer präsentiert werden sollen, wie sie das Konzept fassen, aber am Ende bei ähnlichen Suchergebnisreihenfolgen dann vielleicht sogar landen. Und es gibt einen großen Teil, der sich darum dreht, wie Menschen mit Suchmaschinen umgehen oder Retrieval-Systemen, also was für Anfragen die stellen und wie die Ergebnisse präsentiert werden sollen. Und ein ganz wichtiger Bereich, eben der Bereich der Evaluierung, also kann man erkennen, ob eine Suchmaschine, ein Retrieval-System überhaupt das macht, was es soll, also ob es gute Treffer anzeigt oder nicht. Und wahrscheinlich werden wir auch noch dazu kommen, dass wir ein bisschen die Anwendungen von Retrieval-Systemen vertiefen, beispielsweise eben gerade sowas wie Websuche. Was sind die Ziele, die hier in dieser Vorlesung im Prinzip die wir uns hier vorstellen, was wir alle für Sie erreichen wollen? Na, wir wollen, dass Sie ein Verständnis von Informationssystemen entwickeln, die gerade sowas wie Suchmaschinen sind. Also nicht Datenbanken, sondern eben Suchmaschinen. Und dazu braucht man einen guten Hintergrund in der eher mathematischen Theorie der Retrieval-Modelle, sodass man versteht, was denn eigentlich so die verschiedenen Ideen sind, die verschiedene Retrieval-Modelle implementieren und dann zu erkennen, wie sich das auf die Suchergebnisse auswirkt. Außerdem wollen wir, dass Sie Retrieval-Verfahren praktisch implementieren und einsetzen können. Das wird dann zum großen Teil eben in der Übung passieren. Und wir wollen, dass Sie dann auch die praktischen Handwerkszeuge in der Hand haben, um zu sagen, was sind denn eigentlich die praktischen Gesichtspunkte, die ich berücksichtigen muss, um mich für dieses oder jenes Retrieval-System zu entscheiden und wie kann ich die vergleichend evaluieren. Und außerdem wird es immer wieder Hinweise in die Literatur geben, Links und auch eben vielleicht ein bisschen was wir dazu sagen, die Ihnen helfen sollen, sich natürlich auch selber noch weiterzubilden, als nur hier im Prinzip diese Vorlesungsinhalte aufzunehmen. Also wenn Sie sich da ein bisschen dafür interessieren, verfolgen Sie gerne die Links immer weiter und tauchen Sie so ein bisschen in die Welt des Retrievals dann tiefer ein, als das hier vielleicht mit so einer Vorlesung über ein Semester erstmal zu bewerkstelligen ist. Und wenn Sie sich natürlich dafür dann am Ende besonders erwärmen können, dann können Sie natürlich auch versuchen, auf uns zuzukommen, um beispielsweise Abschlussarbeitsthemen oder sowas mit uns gemeinsam abzustimmen. Verwandte Gebiete, die so das Retrieval benutzt oder die sich da so ein bisschen dran andocken. Na, ich hatte schon gesagt, Retrieval-Modelle sind im Prinzip mathematische Modelle. Das heißt, man sollte einigermaßen gutes Verständnis von Statistik, Stochastik haben und Mathematik allgemein.
weil die Paradigmen, die sagen, was sind denn jetzt gute Suchergebnisse, sehr oft mathematisch motiviert sind. Außerdem hat man so einen Bereich, aus dem sich das Retrieval im Prinzip methodisch, algorithmisch bedient, also sowas wie Data Mining, Machine Learning. Man möchte eben Zusammenhänge in beispielsweise Nutzerdaten erkennen, die einem helfen, besser zu ranken, also die besseren Suchergebnisse weiter nach oben zu platzieren. Es gibt so einen Bereich des Natural Language Processing, da geht es eben darum, Text oder gesprochene Sprache zu verstehen. Heutzutage spricht man ja auch oft mit Suchmaschinen, also das ist ein ganz wichtiges Gebiet, wo sich das Retrieval, das Information Retrieval algorithmisch und methodisch dann auch bedient und sowas wie Knowledge Processing allgemein, also Wissensverarbeitung allgemein. Es geht ja eigentlich im Grunde immer darum, dass man mit einer Suchmaschine das Wissen des Nutzenden irgendwie erweitern möchte. Die Anwendungen sind dann ganz klassisch eben Suchmaschinen, also das, was man vielleicht als Websuchmaschine benutzt, das ist ein ganz klassisches Retrieval-System, aber auch sowas wie Entscheidungsunterstützungssystem oder auch das vielleicht ein bisschen ältere Wort der Business Intelligence. Das sind verwandte Gebiete, in denen einfach Suche als ein Mittel zum Zweck benutzt wird. Also Suchmaschinen helfen einem eben beispielsweise im Web die besten Ergebnisse zu finden, aber auch so im Bereich Business Intelligence oder Entscheidungsunterstützungssysteme ist es eben wichtig, die richtigen Dokumente beispielsweise vorzulegen, die die menschliche Entscheidung dann eben unterstützen können und informieren können auch. So viel vielleicht zur Einordnung von Retrieval allgemein. Es wird dann auch später Abschnitte, auch gerade hier noch in der Einleitung, in dem einleitenden Teil der Vorlesung geben, indem wir das Ganze noch ein bisschen mehr motivieren, was so typische Fragestellungen im Retrieval sein können und wie sich das dann vielleicht auch beispielsweise abgrenzt gegenüber Datenbanken. Dazu dann aber eben später mehr. Wenn Sie sich neben der Vorlesung noch so ein bisschen für ein Lehrbuch erwärmen können, die ein oder andere hiervon gibt es auch bei uns in der Bibliothek. Wenn Sie noch was lesen wollen, was jetzt eben nicht meine Folienunterlagen sind oder eben hier diese Screencasts nur hören wollen, da gibt es eine ganze Menge Bücher. Die sind jetzt alle fast schon so mindestens 10 Jahre alt, aber das muss nicht unbedingt heißen, dass die alle schlecht sind. Die Grundlagen des Retrievals sind natürlich irgendwie dann doch noch nicht ganz outdated und nicht ganz veraltet. Eins, was ich selber ganz gern gelesen habe, so in mehr oder weniger einem Rutsch, ist das, was hier ganz oben steht: Search Engines Information Retrieval in Practice. Das gibt es mittlerweile in der ersten Auflage auch frei, legal verfügbar im Netz, hier unter der URL. Das ist ein Buch von Kollegen von der University of Massachusetts in Amherst. Die sind gerade die Gruppe von Bruce Croft, also das sind seine Doktoranden gewesen. Gerade die Gruppe von Bruce Croft ist eine sehr bekannte Gruppe im Information Retrieval. Und das Buch, das liest sich eigentlich ganz gut. Es sind so die Grundlagen, was so die Suchtechnologie in Retrieval-Technologie bedeutet. Und man kann es sehr gut lesen. Also es ist eher so zum Lesen, nicht so zum Nachschlagen vielleicht gedacht. Ein sehr dickes Buch von Baeza Yates und Ribeiro Neto, Modern Information Retrieval, geht ein bisschen einen anderen Weg. Es sind über 1000 Seiten. Da sind Kapitel drin, die von verschiedenen Experten geschrieben wurden. Also Baeza Yates und Ribeiro Neto schreiben auch ein paar von den Kapiteln selbst, aber ansonsten treten sie eher so als die Editoren auf, die so die anderen eingeladen haben. Und da gibt es beispielsweise dann eben von einer Expertin für Nutzerinterfaces für Suchmaschinen, Kapitel zu eben den Nutzerinterfaces, also den Suchboxen, könnte man ganz platt sagen, oder was man sonst noch da vielleicht von E-Commerce-Plattformen anderes gewohnt ist. Und dazu gibt es eben noch in diesem Buch nicht nur dieses Kapitel, sondern viele andere von den entsprechenden Experten, die so ja ein bisschen dicker insgesamt dann geworden sind als das allererste Buch. Also hier mit dem Modern Information Retrieval ist man ein bisschen länger beschäftigt, wenn man es von vorn nach hinten durchlesen will. Wenn man sich speziell für die Evaluierung von Suchmaschinen ein bisschen mehr interessiert, da gibt es sehr gute Abschnitte in dem Buch von den Kollegen Butcher, Clark und Cormack aus Kanada. Da ist eben so einer der Foci auf das Evaluieren von Suchmaschinen oder eben Retrieval-Systemen gelegt. Ein Buch, was bisher in vielen Kursen immer verwendet wurde und auch weiter verwendet werden wird, ist das von Manning, Raghavan und Schütze. Sind damals alle in Stanford gewesen, Introduction to Information Retrieval. Das war das allererste Buch, was im Prinzip von Anbeginn an frei verfügbar als PDF auch runterladbar war. Das ist ein ganz gutes Nachschlageding, ist vielleicht nicht so schnell zum Durchlesen oder hat ein bisschen einen anderen Schriftsatz auch als das allererste von Croft, Metzler, Straumann. Ein bisschen mehr so auf Wissensboxen oder sowas orientiert, dann kann man sich so ein bisschen überlegen, welches einem denn dann nun besser gefällt. Kann man mal reingucken und wenn Sie nebenbei eben was vorlesungsbegleitend lesen wollen,
Sie müssen die nicht alle benutzen, Sie brauchen eigentlich gar keins, sollten eigentlich auch die Vorlesungsunterlagen reichen, aber wenn Sie eins sich anschauen wollen, gucken Sie einfach mal in die vielleicht, die man frei runterladen kann und ansonsten je nach Gusto, was Sie ein bisschen mehr interessiert. Der Turn beispielsweise geht ein bisschen mehr auf die Nutzersicht auch ein, also eher so ein kleines bisschen Richtung Informationswissenschaften auch. Also was bedeutet eigentlich Informationssuche und wie spielt da der Nutzer eigentlich eine wichtige Rolle? Ein älteres Buch, 2004, Information Retrieval Algorithms and Heuristics von Grossman und Frieder. Das hat so ein bisschen ein Augenmerk auf Algorithmen eben. Also was sind die Verfahren, die hinter solchen Suchsystemen liegen? Wenn man das jetzt speziell sich interessiert, die findet man natürlich auch die Verfahren in allen anderen Büchern hier, die mehr so diese Nachschlagewerke sind, vielleicht außer in The Turn. Also die ersten vier sind so klassische Lehrbücher zum Retrieval, Suchmaschinen allgemein. Das The Turn geht so ein bisschen spezieller auf den Nutzenden ein. Algorithms and Heuristics ist ein bisschen algorithmischer orientiert, aber hat jetzt auch nicht unbedingt Inhalte, die die anderen dann tatsächlich nicht hatten, die ersten vier. Falls Sie unbedingt was auf Deutsch lesen wollen, dann gibt es im Prinzip nur ein Buch von Reginald Färber, Information Retrieval, aus dem D-Punkt Verlag, mittlerweile auch demnächst 20 Jahre dann alt, aber ja, wenn Sie unbedingt was Deutsches lesen wollen, gibt es im Prinzip nur dieses Buch. Eins, was vom Titel her ein bisschen veraltet klingt, Managing Gigabytes. Nein, das geht da nicht nur um den Hauptspeicher von Maschinen. Ist halt von 99. Damals waren Gigabytes tatsächlich auch noch eine Herausforderung, größenordnungsmäßig für Festplatten. Wenn man sich da ein bisschen mehr dafür interessiert, wie solche Indextechnologie eigentlich funktioniert, was da so die Grundideen dahinter sind und wie beispielsweise Kompression von Indizes oder sowas funktioniert, dann ist das Mittel der Wahl. Ist immer noch quasi aktuell. Man muss sich es halt denken als meinetwegen Managing Petabytes heutzutage. Und am Ende ist das Gigabytes hier damals aktuell gewesen, heute vielleicht nicht mehr. Zwei Klassiker habe ich hier auch noch mit aufgenommen. Das eine Buch von Salton und McGill, Introduction to Modern Information Retrieval. Salton gilt mit als einer der Väter des Information Retrieval. Kann man auch nochmal reingucken, wenn man das noch irgendwo findet, das Buch. Und das von Keith von Reisbergen, das gibt es tatsächlich auch im Netz frei verfügbar. Ist mittlerweile über 40 Jahre alt. Information Retrieval, klassischer Titel. Denkt man, naja, gut, 40 Jahre alt, ist wahrscheinlich veraltet. Nee, das liest sich immer noch relativ modern, zumindest viele Abschnitte. Natürlich kennt es alles, was nach 1979 dann passiert ist, nicht so genau. Also beispielsweise weiß es überhaupt nichts darüber, dass Websuche so abgehoben hat. Aber so die Grundlagen, die stecken auch schon da, sehr, sehr gut drin. Und von Reisbergen hat eben auch einen sehr formalen Hintergrund, Mathematikausbildung. Das liest sich dann also auch für jemanden, der sowas Formaleres ganz gut findet, eigentlich immer noch sehr gut, zumindest in weiten Teilen. Ein Verwandtes habe ich noch mit aufgenommen, Data Mining, aus dem Bereich des Data Minings, also Mining the Web. Wie kann man aus Webdaten Wissen generieren, von Chakrabarty, auch schon ein bisschen älter, aber ja, nur so als ein so ein Beispiel. Wie gesagt, Sie müssen keins davon kaufen, Sie müssen keins davon unbedingt vorlesungsbegleitend lesen, aber wenn Sie ein bisschen was vertiefen wollen, jedes von denen hat so ein bisschen so Dinge, die die anderen vielleicht nicht haben. Und man kann sich dann auch so ein bisschen eben dafür entscheiden, was man vielleicht nebenbei lesen möchte, wenn man einfach mal in alle so ein bisschen reingeschnuppert hat und geschaut hat, welches davon könnte denn Ihren Lesegewohnheiten oder Ihren Vorlieben, wie so ein Buch auszusehen hat, am ehesten entsprechen. Ja, daneben gibt es natürlich im Bereich des Retrieval Forschungsumfelds eine ganze Menge Konferenzen, ist ja ein Bereich der Informatik. Die Informatik ist konferenzgetrieben, was so die Veröffentlichungstätigkeit angeht. Die wichtigste Information Retrieval Konferenz ist die SIGIA, das ist Special Interest Group for Information Retrieval von der ACM, der großen internationalen Organisation für die Informatik. Da gibt es eine Special Interest Group für Information Retrieval und die SIGIA Konferenz selbst ist eben die A-Stern-Konferenz im Bereich des Retrievals, die sich nur mit Retrieval beschäftigt. Ein europäischer Ableger, ICIA, ist auch noch eine A-Konferenz. ERS wäre dann das asiatische Pendant dazu. ICTIR, also überall, wo IR drinsteckt, ist immer IR gemeint, also Information Retrieval. Das T steht mehr so für die theoretischen Aspekte, soll jetzt demnächst eigentlich mehr so ein Satellite-Event von SIGIA werden. CHIR legt so ein bisschen den Wert eher auf die Schnittstelle Mensch-Maschinen-Interaktion und Retrieval-Systeme, also geht so ein bisschen auch mehr aus Nutzersicht drauf. Desires ist noch sehr jung, gab es erst einmal, ist im Jahr 2020 Corona-bedingt auf 21 verschoben worden. Da ist so die Idee, so ein bisschen das, was vielleicht nicht unbedingt eine Chance auf den klassischen Konferenzen hätte, direkt angenommen zu werden, weil es vielleicht noch nicht so bis zu Ende gedacht ist oder so, aber so neue Ideen ein bisschen aufzunehmen.
Und die letzten drei, das sind klassische Retrieval-Konferenzen, wo man jetzt nicht unbedingt einen Peer-Review-Prozess hat, sondern das sind eher Evaluierungsforen. TREC, das nordamerikanische, gibt seit 1992 eine sehr, sehr wichtige Konferenz, die jedes Jahr Shared Tasks anbietet, verschiedener Art, im Umfeld von Retrieval-Prozessen. Ist in Nordamerika angesiedelt, bei Washington DC, und hat eben dazu geführt, dass sich seit den 90er Jahren sehr schnell viele Dinge im Retrieval dann entwickelt haben. Clay ist so ein europäisches Pendant, was dann später ins Leben gerufen wurde, war mal ursprünglich die Idee Cross-Language, also auch die europäischen Sprachen zu bedienen, weil TREC eher ganz klassisch alles Englisch, also auch die Daten und die Suchaufgaben alle Englisch gedacht sind. Clay hat Shared Tasks im europäischen Sprachraum. Antisire ist eine asiatische Evaluierungskonferenz, ein Evaluierungsforum mit Shared Tasks, die oft auch eben die ostasiatischen Sprachen abdecken. Und FHIR ist so auf dem indischen Subkontinent dann noch dazugekommen und bedient also eher so die indischen oder in Indien gesprochenen Sprachen, die so vielleicht bei Antisire nicht so prominent waren. Antisire also eher sowas wie Chinesisch, Japanisch oder so. Und daneben gibt es natürlich noch andere sehr wichtige Konferenzen. WWW schreibe ich es immer noch, heißt heutzutage aber auch oft The Web-Konferenz. Die haben ihren Namen so ein bisschen geändert. Man kennt es immer noch so als WWW. Das ist im Prinzip die Konferenz zum World Wide Web und hat natürlich auch immer einen sehr, sehr großen Suchtrack. Wisdom Web Search and Data Mining, also da steckt Websuche drin, ist eine Konferenz, die so ein bisschen mehr industrieorientiert ist. Also da sieht man sehr, sehr viele Veröffentlichungen von den großen Suchmaschinenfirmen auch, auf den anderen Konferenzen auch. Aber so Wisdom hatte so ursprünglich mal die Idee, so ein bisschen eher aus Industriesicht die Relevanz zu legen, was die Papers sind. CICEM, eine wichtige Konferenz, die hat drei unterschiedliche Tracks. Einer davon ist ein IR-Track, der sehr hoch angesehen ist. RACSIS ist eine Konferenz, da geht es um Recommender-Systeme. Da streitet sich die Community immer so ein bisschen, also naja, nicht wirklich, aber es ist jetzt kein so ein Glaubenskrieg, aber im Prinzip ist Suche eigentlich ein Recommender-System oder sind Recommender-Systeme spezielle Suchsysteme, ist nicht so ganz klar. Und dann gibt es auch noch sowas wie Spire, String Processing und Information Retrieval, aber da ist Information Retrieval so über die letzten Jahre so ein bisschen unwichtiger geworden, es ist mehr so in Richtung String Processing gegangen. Das sind so die Konferenzen, wo man auf jeden Fall Information Retrieval Literatur erwarten könnte. Und wenn Sie irgendwie mal ein paar Links weiterverfolgen oder selber was recherchieren und Sie finden was von diesen Konferenzen, dann können Sie sich relativ sicher sein, dass es da auf jeden Fall auch irgendwie im näheren Umfeld um Suche geht. Ein bisschen weiteres Umfeld, wir hatten ja so ein bisschen eingeordnet, wo das Retrieval-Gebiet sich so überhaupt ansiedelt. Dann gibt es natürlich so Konferenzen aus dem Natural Language Processing-Bereich, ACL vorneweg, aber auch die anderen EMNLP, NACL und so weiter als hoch angesehene Konferenzen. Oder sowas wie digitale Bibliotheken, DL, Digital Libraries, da gibt es die internationale, die JCDL und die europäischere Variante TPDL. Da geht es eben darum, wie man in digitalen Bibliotheken suchen kann. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen, naja, auch wieder ältlich, nicht mehr so modern, aber digitale Bibliotheken, also auch Google Scholar ist im Prinzip eine digitale Bibliothek, weil man einfach als Artefakte, die dann da verwaltet werden, wissenschaftliche Veröffentlichungen denken kann. Assist und iConference sind Konferenzen aus dem Bereich Informationswissenschaften, hat auch sehr viel mit Retrieval zu tun, nicht unbedingt aus algorithmischer Sicht, sondern eher so, wie gehen denn die Nutzenden eigentlich mit diesen Systemen dann um? Und in diese Richtung geht auch der vierte Bullet Point, sowas wie CHI, CUI, IUI, UMAP, ist eher so, wie gehen Menschen überhaupt mit Maschinen um? Also CHI, Computer-Human Interaction, und CUI, Conversational User Interfaces, Interactive User Interfaces und User Modeling als Konferenzlabel. Das sind also welche, wo der Nutzer so mehr im Mittelpunkt steht. Aber auch da findet man immer wieder Papiere, Veröffentlichungen, die was mit Retrieval an sich zu tun haben. Und ja, wenn es darum geht, aus Daten irgendwie Wissen zu generieren, sind so diese ganzen KDD-Geschichten, also Knowledge Discovery aus Daten, Data oder Data Mining-Konferenzen interessant. Wenn man sich eher für Machine Learning erwärmt und fragen will, was sind denn die neuesten Verfahren, die irgendwie im Ranking dann auch dazu führen, bessere Ranking-Verfahren zu lernen beispielsweise, dann wären so Konferenzen wie NeurIPS oder ICML oder ECML als die Machine Learning-Konferenzen, ML, Machine Learning, ganz wichtig. Auch auf den KI-Konferenzen, im englischsprachigen Raum dann Artificial Intelligence, AI, Triple AI vorneweg, aber auch ICHKI als eine sehr hoch angesehene Konferenz. Da findet man auch immer mal wieder Papiere, die tatsächlich damit was zu tun haben, wie man Suche verbessern möchte.
Und wenn es ums Web eher so allgemeiner geht, im Sinne von die Dokumentenstrukturen und wie Menschen überhaupt die Dokumente im Web aufnehmen wollen, könnte man sowas wie Web Science oder Hypertext als interessante Konferenzen noch mit aufnehmen. Oder wenn es eher so um Social Media beispielsweise geht, ICWSM oder Asunam als Konferenzen, die sich damit beschäftigen, was Menschen mit Social Media Daten denn eigentlich so alles machen können und machen wollen. Informatik ist schon eher konferenzgetrieben, aber natürlich gibt es auch im Bereich des Retrievals Journale, also wissenschaftliche Zeitschriften, wo auch sehr hochrangig veröffentlicht wird. SIGA-AR Forum ist jetzt nicht unbedingt eins, wo sehr hochrangig veröffentlicht wird, aber das ist so die halbjährlich erscheinende Gazette, die so ein bisschen die aktuellen News aus dem Retrieval-Umfeld aus eben der Special Interest Group Information Retrieval darstellt. Beispielsweise, wer hat wo promoviert und manchmal auch so ein paar Opinion Papers hat oder was lief auf welchen Workshops. Das ist mehr so, naja, News-orientiert. TOIS, TIST und TWeb sind aber ganz klar sehr hoch angesehene Journals, also Transactions on Information Systems oder Transactions on the Web oder so, wenn man dann ein Paper tatsächlich hat. Das ist meistens sehr, sehr qualitativ hochwertig. Von Elsevier gibt es beispielsweise Information Processing and Management als das Journal, wo die Retrieval-Literatur sich auf jeden Fall finden würde. Von Springer gibt es ein Journal, da steckt es im Titel, Information Retrieval Journal. Aber es gibt eben auch so aus dem Bereich Informationswissenschaften das Journal of the American Society for Information Science and Technology, also Journal of the ASIST. Das ist quasi, ASIST ist die Konferenz, JASIST ist dann das Journal dazu. Auch da eher vielleicht die Artikel dann zu finden, die so aus Nutzersicht auf Retrieval-Systeme schauen. Und wenn man jetzt nicht unbedingt ein Lehrbuch will, aber eine vertiefende Monographie, die ein bestimmtes Thema besonders gut aufrollt, beispielsweise sowas wie Learning to Rank oder so, also wie kann man maschinelles Lernen benutzen, um gute Ranking-Funktionen zu lernen, dann könnte man in solchen Monographien versuchen, fündig zu werden. Monographien sind meistens Bücher, die so vielleicht 100 bis 200 Seiten nur dick sind, also kein fully-fledged Lehrbuch, was das ganze Feld abdecken möchte, sondern eher so Spezialthemen gewidmet. Da gibt es Foundations and Trends in IR oder die IR-Series von Springer. Beispielsweise in der ist das Buch The Turn erschienen, was wir vorhin kurz angesprochen hatten. Oder es gibt auch die Synthesis Lectures und Information Concepts, Retrieval and Services. Ist so ein bisschen, ja, nicht unbedingt Konkurrenz, was die sich machen, aber jedes von diesen Büchern, was in diesen Serien so erscheint, hat eigentlich immer so eine bestimmte Nische aus dem Retrieval-Bereich, wo das dann mal den aktuellen Stand der Technik eben abdeckt und in die Welt des Retrievals versucht einzuordnen. Also auch da, wenn man sowas findet und sagt, ich interessiere mich jetzt speziell für was Log-Analysen für Suchanfrage verstehen helfen oder so, könnte man da mal schauen. Da gibt es meistens auch dann schon Monographien dazu. Wenn Sie eher aus praktischer Sicht rangehen und sagen, wir wollen ja was bauen, das wird wahrscheinlich auch in der Übung immer mal wieder passieren müssen. Wir wollen Suchsysteme bauen, Retrieval-Systeme bauen. Da gibt es natürlich auch Softwarebibliotheken, die einem da sehr viel unter die Arme greifen können. Der Klassiker ist so Lucene. Das ist ja, ein Apache-Projekt, was schon sehr lange sich damit beschäftigt, im Prinzip Retrieval-Infrastruktur bereitzustellen. Lucene ist so die Grundlage für zwei heutzutage in der Wirtschaft sehr weit verbreitete Systeme, Solr und Elasticsearch. Beide haben im Prinzip grundsätzlich die Idee, Lucene auf Cluster-Infrastruktur verteilen zu können und setzen also beide auf Lucene auf, sowohl Solr als auch Elasticsearch. Also im Kern steckt dann ein Lucene drin. Aber ob man jetzt Solr oder Elasticsearch einsetzt, das ist mehr so eine Geschmacksfrage. Man setzt mit beiden im Prinzip auf die Karte Lucene. Die eine Firma ist eher Elasticsearch-orientiert, die andere Solr-mäßig unterwegs. Wir in unserer Arbeitsgruppe, also Kollegen Potthast, Stein und auch Wachsmuth in Paderborn, wir sind zusammen die Webes-Gruppe. Wir setzen eigentlich bei unseren Suchtechnologien auf Elasticsearch, weil wir uns da einfach irgendwann dann mal vor ein paar Jahren dafür entschieden haben und das beispielsweise ganz gut uns hilft, so Suchmaschinen, die wir entwickeln, auf unsere Clusterinfrastruktur zu verteilen, sodass es dann am Ende im Prinzip schneller und auch sehr verlässlich läuft. Das Problem, was man bei Lucene so ein bisschen hat, wenn wir dann später mal im Vorlesungsabschnitt zu den Retrieval-Modellen kommen, Lucene, da sind eher nur so die einfacheren Retrieval-Modelle implementiert. Wenn man jetzt sagt, wir wollen den aktuellen heißesten Scheiß, sorry, mal benutzen, das gibt es eher in diesen Industriebibliotheken nicht, die Open Source sind. Es gibt natürlich noch andere Bibliotheken, die da nicht Open Source sind, aber ich gehe mal davon aus, dass sie eher erstmal an denen interessiert sind, wo man nicht direkt was für bezahlen muss. Aber wenn man dann sagt, man möchte neuere Retrieval-Verfahren auch mal ausprobieren können oder irgendwie die Standard-Verfahren
Datensätze, die auf diesen Evaluierungskonferenzen benutzt werden, sehr leicht einlesen, dann müsste man eher auf sowas setzen wie Terrier, Lemur oder Anserini oder so. Terrier wird in Glasgow entwickelt. Lemur ist so ein Projekt aus Nordamerika, Anserini auch, eher aus Kanada, ist die Gruppe von Jimmy Lin, die da sich sehr engagiert. Und ja, das ist so ein bisschen auch wieder eine Geschmacksfrage, worauf man setzen möchte, vielleicht was für eine Programmiersprache man am liebsten hat oder so. Terrier hat mindestens 20 verschiedene Retrieval-Modelle, die man da eben mal so wechseln kann, wenn man das beim Indizieren schon mitbedacht hat. Lemur setzt eher auf so einen sprachmodellorientierten Ansatz zum Retrieval und Anserini, da sind auf jeden Fall auch schon sehr, sehr aktuelle Systeme, sehr, sehr aktuelle Retrieval-Modelle mit drin. Ist vielleicht jetzt so ein bisschen moderner als beispielsweise Lemur oder so. Aber auch Terrier und Lemur werden immer noch ein bisschen weiterentwickelt. Gerade Terrier, die Kollegen Unis und McDonald sind immer noch dabei. Wird jedes Jahr ein neues Release rauskommen und jedes Mal hat man irgendwie was, was man vielleicht schon immer gern mal haben wollte, was dann plötzlich dabei ist. Das sind also Softwarebibliotheken, Lucene, Solr, Elasticsearch, Terrier, Lemur, Anserini und so weiter, wie sie alle heißen, die helfen, out of the box ein Retrieval-System aufzusetzen für einen Korpus der Wahl. Also wenn Sie sagen, ich wollte schon immer mal meine E-Mails alle indizieren, dann könnten Sie sich beispielsweise für ein Lucene-basiertes Indizierungssystem und Retrieval-System entscheiden. Oder Sie sagen, ich setze auf Anserini, weil das irgendwie moderner klingt oder so. Wenn Sie Services brauchen, die Ihnen beispielsweise einen großen Webcrawl zur Verfügung stellen, da gibt es im Prinzip eine Organisation, die das mehr oder weniger monatlich macht und sagt, wir crawlen für euch das Web, ihr könnt euch das dann einfach runterladen, ihr müsst keinen Crawler selber laufen lassen. Das ist Common Crawl, ist eine Non-Profit-Organisation, die versuchen, einen für ihre Crawling-Strategie repräsentativen Ausschnitt des Webs immer wieder aktualisiert vorzuhalten. Gibt es auch schon über mehr als 10 Jahre in der Historie zurück und man könnte dann jetzt also, wenn man möchte, einfach auch mal die letzten 10 Jahre der Entwicklung des Common Crawl oder sowas untersuchen. Braucht man natürlich ein bisschen Hardware-Power auch dafür, weil da im Durchschnitt schon locker mehr als 1 Milliarde Seiten drin sind. Manche von den Common Crawls haben 3 oder 5 Milliarden Seiten drin. Das kriegt man nicht mal eben so auf einem Laptop unter. Wenn Sie eine Suchmaschine wollen, die einfach mal so zum Ausprobieren ist auf Standard-Corpora, die im Retrieval benutzt werden, also da gibt es dann noch neben dem Common Crawl die CluWeb-Corpora, die so aus dem Umfeld der Trek-Konferenz kommen, dann haben wir Chat Noir entwickelt, schwarze Katze. Nicht überraschend der Name, wenn man nochmal zurückschaut, also Terrier, ein Hund, Lemur, so ein kleiner Affe, Anserini, Name für eine Gans. Also die meisten dieser Forschungssuchtechnologie-Bibliotheken haben irgendwie Tiernamen. Deswegen haben wir uns für die Katzen entschieden. Außerdem bei den Studierenden, die da an der Entwicklung beteiligt waren, hing einfach zum Moment der Namensfindung ein Plakat von Chat Noir, also so ein französisches Plakat drin. Und dann haben wir uns für die schwarze Katze entschieden. Das wird immer noch weiterentwickelt mit dem Kollegen Stein aus Weimar und dem Kollegen Podcast aus Leipzig sind wir da immer noch dabei. Und wenn Sie es mal probieren wollen, unser Ziel war im Prinzip eine Funktionalität anzubieten, die so ungefähr ähnlich schnell ein relativ großes Webkorpus durchsuchbar vorhält, wie das vielleicht von Google gewohnt ist. Der Unterschied ist natürlich, Chat Noir ist statisch, also die Crawls, die wir da indiziert haben, die CluWeb-Corpora und 2 Versionen vom Common Crawl, die ändern sich jetzt nicht mehr, sondern wir haben die einmal statisch indiziert und halten die jetzt aber insofern aktuell, als dass wir ab und an mal eine neue Version des Common Crawl beispielsweise im Index bereitstellen. Ja, so viel vielleicht erstmal zur Einleitung, zum so ein bisschen Überblick, wo liegt das Gebiet, was könnte man vorlesungsbegleitend lesen, was hilft einem vielleicht softwaretechnisch weiter. Und in den nächsten Abschnitten gehen wir dann ein bisschen tiefer und fragen uns, was bedeutet eigentlich der Begriff des Information Retrieval und wie hat sich das so über die Zeit entwickelt? Danke.